Ja, Mensch, da sind wir wieder und wir verachten unser Tagesrhythmus. So. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come. Ja, der Mönchsalltag. Wir sind hart Der Abt dabei. bevorzuge im Kloster keinen wegen seines Ansehens. Salve, Domin. Den einen Salve. er nicht mehr als den anderen. Wir essen jetzt mal nochmal Tatsache ein bisschen. Und ich glaube, nach dem Fest haben wir dann Freizeit, richtig? Und dann müssen wir nämlich gucken, dass wir. Also, wir haben ja immer noch die Quest hier auch: finde irgendwelche Seiten. Aber ich habe bis jetzt tatsächlich noch keine einzige Seite gefunden hier im Kloster. Wo sollen die denn sein? I don't know. Aber vielleicht ist der Kellerer ja da unten. Im Keller. Wahrscheinlich. So, haben wir jetzt gegessen, Heinrich hier? Ein Tor lässt sich durch Worte nicht fesseln. Und noch Gut. Schlafe Müsste erstmal erst reichen. Wir sollten gesättigt sein. Checken. Ja, 100%. So. Haben wir denn jetzt Freizeit? Wahrscheinlich nicht. Eilst du zum Ge Nein, welches Gebet? Wir haben fertig. So. 7. Ab 7 Uhr. Das heißt, ich werde das natürlich. Naja, okay, das können wir auch Eilst du kurz zum warten. Gebet? Nein, Mann. Eilst du zum Oh, Was auch immer du siehst, ich entschuldigt spüre sie bitte. dir noch. Was meinst du? Sie begannen zu schmerzen, kurz bevor sie Skarlitz zerstörten. Und jetzt schmerzen sie wieder, aber mehr als letztes Mal. So, lass mich raten, wenn ich jetzt hier rausgehe, sagt er. Du vernachlässigst. Du missachtest den Tagesplan. Hier, er hier, Antonius. Dich behalten wir im Auge. Du bist ein Schlingel, wenn du uns angelogen hast. Direkt ins Pass Gesicht. auf, wo du hingehst. Aber wäre natürlich Warum gescheckt so in von ihm. Eile? Weil wenn er so tut, als ob er nichts zu verbergen hat, macht er sich in erster Linie, wie ich ja auch so naiv war. Man glaubt den Leuten ja Junger, erstmal. eilst du zum Gebet? Lauft doch gegen die Wand. Sigismund sei verdammt. Er richtet das Land zugrunde. Darf ich jetzt. Oh, Und mit 2 dir Sekunden herrscht noch. kein Frieden. Warst du in Uschitze am Grab deiner Eltern? In diesem Jahr sind es 12 Sommer, dass sie tot sind. Wie die Zeit vergeht, hm? Meine Agnes ist nun schon seit 4,5 Jahren dahin. Mir ist, als wäre es gestern gewesen, dass sie aufgefahren ist. Jawohl, recht hast du. Wer ist Das denn Wetter das? ist gut. Ist das Lukas oder ist es Joachim? Jetzt dachte ich zuerst, das wäre Antonius, der das gesagt hat, aber okay, er kommt aus Uschice. So viel wissen wir jetzt auch schon. Oh, dürfen wir jetzt mal bitte gehen? Ja, vorspulen wäre nicht, weil wir brauchen jede Sekunde Freizeit, die wir erübrigen können. Danke. So, Freizeit, Leute. Freizeit. So. Weil wie gesagt, wir haben ja jetzt hier auch, wieso auch immer die, Regula Benedicti. Ich guck mal, ob wir hier vielleicht so eine Seite finden. Hier, irgend so eine Seite halt von diesem Buch oder so. Die angeblich rausgerissen worden sind. Ich habe keine Ahnung. Okay, das war das ja. Okay, jetzt doch. Marathon. Ah. Ist hier jemand? Lass mich raten, das ist ein Buch über. Vitalität. Das nehmen wir mit. Wir dürfen uns nur nicht erwischen lassen, Leute, ohne Scheiß. Was? Eilst du zum Gebet? Eine schreckliche Verschwendung von Pergament. Okay, wir gehen mal in den Keller. Wir müssen schließlich jetzt irgendwie an Nahrung kommen, damit wir. Oh, das ist die falsche Tür.
Okay. Ich habe Angst, erwischt zu werden, Leute. Ich höre Fußgetrappel. So, wenn das nicht reicht, ey, dann weiß ich auch nicht. Oh. Sich erwischen lassen. Okay, hier ist niemand. Hier ist niemand. Wo ist der Kellerer? Na, wer weiß. Ja, deswegen überall reingucken. Hier noch so abgeht. Gut, wir haben jetzt erstmal genug Nahrung. Vielleicht komme ich ja doch noch an unsere Dietriche. Ich muss jetzt nur den Kellerer finden. Bei diesen ganzen Mönchen, die hier rumlaufen. Nein. Das war er auch nicht. Das ist er auch nicht. Salve Domini. So, das ist er auch nicht. Wir laufen mal hier direkt über den Busch. Mönch. Mann, der ist ja eigentlich schon sehr auffällig. Das sieht ja nicht so aus. Der hat auch keine Glatze. Das könnte er sein. Nein, das ist Bruder Nevlas. Hups. Wen haben wir da hinten? Der hatte doch keine Glatze, oder? Nee, ist ein Mönch, ne? Oh mein Gott, auf der Suche nach dem Kellerer. Mein Gott, den treffen wir irgendwie nur, immer nur beim Essen. Kann das sein? Mönch. Okay, diese Musik, ey. Wieso geht die immer an? Wieso geht die immer an? Mönch? Ansonsten müssen wir warten, bis sie hochlaufen. Okay, da kommt jemand raus, oder? Ich habe gerade gedrückt. Nee, ist ein Mönch. Stellen. Das könnte er sein. Ja, das ist er. Kellerer. Ah, Gregor. Reden wir. Ich benötige etwas beschaffen, das eher Sachen. Ungewöhnlich ist. Ich hoffe, das reicht wenigstens für einen Dietrich. Oh, wir dürfen den nur nicht zerbrechen. Ich sag's euch. Ich brauche Dietriche. Dietriche? Und was willst du mit denen anstellen? Üben, üben. Ich möchte das Öffnen von Schlössern üben. Nur aus Spaß. Nun, warum nicht? Du hast gehört, dass ich früher ein Dieb war, oder? Das alles habe ich hinter mir gelassen, als ich den Eid schwor. Aber ich habe noch ein paar Dietriche. Ich tausche sie gegen Essen. Bring mir etwas und du bekommst deine Dietriche. Wunderbar. Guter Handel, oder? Ja. So, verkaufen. Alter, das bringt einfach gar nichts, Leute, ey. Ohne Scheiß. Hä, wie soll ich denn das? Ich probiere
probier's mal. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir's. Null. Wie wär's damit? Komm mal zur Sache. Oh mein Gott, ey. Ja, der wird bestimmt Nein sagen. Das ist Zeitverschwendung. Alles klar. Wie soll ich denn an Essen kommen? An gutes Essen. Da fällt mir halt nur Fleisch ein. Fleisch bringt richtig viel Geld. Aber ich habe kein Fleisch. Und woher kriege ich Fleisch? Nur aus der Küche, würde ich sagen. Fuck. Okay, wisst ihr was? Ich werde dann in die Küche einsteigen. Ich werde in die Küche einsteigen. Wohl eher zum Haare raufen. Eine schreckliche Verschwendung von Pergament. Junge Leute haben keinen Respekt vor der Schrift. Ey, diesmal war ich gut. Er hat gesagt, ich war gut. Ja? So nicht, Leute. So, wir gehen jetzt nach oben. Krebriesen. Seid ihr alle miteinander? So, die sind jetzt dann hier alle oben. Oh Gott, Himmel. Ich sag's euch, ey, ja. Die Dietriche, ohne Scheiß, 16,1 Groschen will er haben. Will er uns verarschen oder was hier? So, wo geht's denn hier eigentlich lang? Okay, es ist ja dunkel und es ist hier oben. Oh, was haben wir denn hier? Aha. 200 Groschen. Da ist es. Ah, das ist das Versteck von dem einen. Wir lassen ihm das. Ich will nur zwei Dietriche, Leute. Machen wir 40 Groschen. Weltliche Güter begonnen. Wir wissen doch, wem das Geheimversteck gehört. Wobei ich ihn jetzt eigentlich nicht beklagen möchte. Ich will jetzt tatsächlich nur gucken, ob wir in die Küche kommen, ob es da irgendwie Fleisch gibt irgendwie. Dann müssen wir nämlich nicht das Geld nehmen, weil das hat er für sich und so weiter. Und deswegen... Ah, da unten sitzen sie wieder am Saufen hier. Ab in die Küche jetzt hier. Wenn da es kein Fleisch gibt, dann weiß ich auch nicht. Okay, jetzt so.
Hier steht Branntwein, 15. Kohl. Okay, hier gibt's kein Fleisch, lol. Oh, hier geht's noch weiter. Nimm jetzt mal einfach das Brot mit. Oh mein Gott. Fällt überhaupt nicht auf, ne? Oh, wenn jetzt jemand kommt, dann schreie ich und renn weg. So, jetzt können wir theoretisch noch, wir haben ja eh noch genug Energie, also theoretisch können wir auch einfach unser Buch lesen, was wir gefunden haben, damit wir das auch irgendwie wieder zurücklegen können. So, hier ist der Kellerraum. Wie auch immer, auf jeden Fall finden wir den. So, wir setzen uns jetzt erstmal. Und jetzt lesen wir dieses tolle Buch, was wir gefunden haben. So, Brot. Das da. Lernen. Um 4 ist wieder Gebet. Oh, was? Okay, kommen wir bestimmt zu spät zum Gebet, aber ist egal. Dann haben wir das Buch nämlich fertig. Wenn wir das Buch fertig haben, sind wir krass. So. 25%, 50%. Ja, wir sind halt Profi-Heinrich. Wir sind Leseratte-Heinrich, ja, hier. Nichts geht über ein gutes Buch. Wow. Wow. Okay, es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. So, und wir begeben uns in die Kirche zum morgendlichen Gebet. Okay, wir haben auf jeden Fall Punkte bekommen. Das ist schon mal geil. Oh, die sind aber auch so langsam, die Leute, ey. Also wir laufen, oder ich laufe ja wirklich langsam. Also ich tippe den Analogstick wirklich nur so ganz dezent an. Ist ja schon wirklich, bin ich ja ein Sprinter im Gegensatz zu denen. So, das Buch müssen wir dann gleich weglegen. Warum irgendwie. So ja, Wetter ist. Warum seid ihr so langsam? Wie oft denn noch, ey? Wir kommen jetzt der Sache langsam näher, Leute. Pass besser auf, Bruder. Alter, Zeile mit dir. Oh, und das in der Kirche. Hups, Entschuldigung, Entschuldigung. Warum sollen eine? Blablab. So, hier sind wir. Und da singen wir wieder. Wir werden es diesmal schaffen.
dass wir die Dietriche bekommen. Oh Gott, ey. So. Das wollen wir uns nicht weiter antun, deswegen direkt erstmal. Wie weit? Um 7, ne? Ne, um 6. Ja, ja, so. Ne, um 6 ist Vesper. Und dann ist wieder Alchemiezeit und so. Das kommt ja auch schon wieder dran. Und dann ist wieder Bibliothekar, wieder Schreiben und so weiter. Ich sag ja, wir haben hier einen strammen Plan hier, ja. So, derweilen kann ich ja hier gucken. So, wir sind Hauptstufe 19. Vitalität ist hochgegangen, um einen Punkt. Du kannst deinen leeren Magen selbst mit verdorbenen und vergifteten Essen füllen, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Oh. Ja, machen wir das einfach mal. Bupp. Robuster Magen. Haben wir? Hier, Alchemie können wir. Achso, das hatte ich ja gesagt, das wollen wir ja. Oh, Quacksalber können wir halt echt. Unsere Tränke verkaufen, ne? Lesen, lesen. Was macht das ganz gleich, wo du dich zum Lesen aufhältst? Du bekommst immer einen Lernbonus. Das ist so nett. Du hältst einen Bonuspunkt auf Redekunst, wenn du versuchst, Wachen zu überzeugen. Hehe. Hehe. Ja, nett. Das könnte uns tatsächlich wirklich vom Vorteil noch sein. Deswegen werde ich auch, glaube ich, das wählen. Bub. Naja, alles seine Vorteile. Wie sieht es denn aus hier jetzt eher? Oh, die Zeit eher. So. Ey, ich sehe es. Er geht vorzeitig. Das geht so nicht. Boah, mich schüttelt es gerade. So, wir probieren es jetzt. Dann nochmal beim Kellerer, sobald wir hier raus können und die sich hier alle bewegen, an diese verdammten Dietriche ranzukommen, während wir auf dem Weg zum Frühstück sind. Oh. Wahnsinn, sage ich euch. Wahnsinn. Was für tolle Zeichnung. Hier an der Säule. Cool. Ich finde sowas immer total toll. Also wenn wir immer irgendwo im Urlaub sind, dann gehe ich auch so gerne in Kirchen. Einfach nur, um diese Bauten mir anzuschauen. Diese ganzen Säulen und Geschnörkele und Skulpturen. Ich finde sowas echt interessant. Ja, also. Ich stehe so auf alte Häuser. Oder was heißt alte Häuser, aber so alte Bauten halt. Finde ich mega interessant. So, was ist denn hier los? Ja? Nee? Gut. Okay. Bruder Nevlas. Entschuldigung, du bist gegen mich gelaufen, du. Bruder Nevlas immer noch. So, wie sah denn jetzt der Kellerer aus? Der Kellerer ist doch bestimmt wieder nicht hier. Ich speise mit den anderen. Dann eben nach dem Frühstück. Ich will es aber nicht sagen, aber der wackelt ziemlich mit dem Hintern. Guck mal, wie der seine Hüfte rollt, ja. Wie auf dem Catwalk, ey. Was zur Hölle? Überholmanöver. Oh, Nikolaus hat immer noch nichts gebracht. Wieso kommt hier immer dieser Sound? Warum? Das ist nur das, was man belieben. Menschen beglücken zu
Ich hab Hunger. Essen fasten. Denn der Gehorsam, den man den Oberen leistet, wird Gott erwiesen. Wenn aber der Jünger verdrossen gehorcht. Gut, jetzt essen wir mal ein bisschen, ne? Sondern auch mit dem Herzen murrt, so findet er, selbst wenn er den Befehl ausführt, doch einen Gefallen bei Gott, der das Murren seines Herzens wahrnimmt. Für solches Tun empfängt er keinen Lohn, sondern verfällt der Strafe der Murrer, wenn er nicht Buße tut und sich bessert. Alles klar. Regula Benedicti, Kapitel 5. Der Gehorsam. Der erste Gehorsam. Schritt zur Demut ist Gehorsam ohne Zögern. Er ist die Haltung derer. So, ich habe fertig gegessen hier. Wegen des heiligen Dienstes, den sie gelobt haben. Oder aus Furcht vor der Hölle und wegen der Herrlichkeit des ewigen. Checke. Ja, ja, wir haben gegessen. Wie viel Uhr haben wir es denn bitte? Du zum Pass auf, wo du hingehst. Pass besser auf, Bruder. So. Okay, von 8 bis 12 sind wir ja dann im wieder Alchemie machen hier. Ich muss ja wirklich sagen, es war wirklich eine gute Idee, dass wir, oder dass ich halt nicht, dass, ja, okay, ich setze mich nochmal hin hier, bis ich hier aufstehen kann. Nee, da, okay, ich kann wieder aufstehen, okay. Heinrich, du darfst aufstehen. So, jetzt gucken wir mal, wo der Kellerer sitzt, bitte. Als du zu. Warum so ein Alter? Da. Gelobt sei Jesus Christus. Kannst du etwas beschaffen? Nun. Immer noch. Dietriche? Ich möchte das. Nun. Du hast gehört, dass. Ich. Okay, jetzt aber. Ich gebe das ja jetzt alles trotzdem ab hier einfach mal. Alter, das ist ja. Du zahlst 29. Können wir noch einen? Nein, okay. Einen zurück. Sprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir es. Sind wir uns einig? Das ist zu wenig. Willst du mich verarschen oder was hier? Ist das genug? Komm schon. Ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Endlich eine vernünftige Summe. Danke. Eins, du zum. Pass besser auf, Bruder. Der Nachteil. Ja, naja, der Vorteil ist, wir haben jetzt die Dietriche. Mit dem Geld von dem anderen. Und ich. Ich weiß nicht, ob ich ihn darauf ansprechen soll. Ehrlich gesagt. So, Bruder Nevlas, ich bin hier, um zu arbeiten. Aber wisst ihr was? Das machen wir in der nächsten Folge. Dann werden wir wieder hier alchemieren und wieder uns dem Schreiben widmen, um dann wieder zum Abendgebet zu gehen, um dann wieder zum Essen zu gehen. Und dann haben wir endlich Freizeit. Und dann ist die Nacht der Nächte und wir kommen endlich zu dem Abbüro und können in dieses verdammte Buch gucken. Ja, tschakka. Bis dann erstmal. Ciao.